Trainiere effektiver mit dem Forerunner 225 mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk und grafischer Darstellung der Herzfrequenzbereiche. Das Training mit Bereichen sorgt für mehr Abwechslung, da basierend auf deiner Herzfrequenz die Intensität variiert. Wenn du mit Herzfrequenzbereichen trainierst, kann sich deine Kondition und deine Gesamtleistung deutlich verbessern. Sehe dir die einzelnen Bereiche an, bevor du mit dem Training beginnst. Bereich 1 ist für das Einlaufen. Die Pace ist entspannt und die Anstrengung ist minimal. Bereich 2 zeichnet sich durch eine einfache Pace aus. Die Grundlagenausdauer wird verbessert und die Erholung wird gefördert. Die Pace sollte angenehm sein, du schwitzt nur leicht. Bereich 3 ist als Aerober-Bereich bekannt. In dieser Zone absolvieren Läufer in der Regel die meisten Trainings. Sie fördert die aktive Erholung und insgesamt ein aerobes Training. Deine Muskeln ermüden leicht und du schwitzt mäßig. Bereich 4 ist ein Schwellenbereich. Diese Zone wird über kürzere Zeit aufrechterhalten und die Laufgeschwindigkeit ist höher. Leistung und Ausdauer werden insgesamt gesteigert. Bereich 5 kennzeichnet die maximale Anstrengung. Das Training bei dieser Geschwindigkeit fördert die maximale Leistung bei Wettkämpfen. Dieser Bereich ist am anstrengendsten und die Muskeln ermüden am meisten. In dieser Zone sollte nur über kurze Zeit trainiert werden. Jetzt kennst du die Herzfrequenzbereiche. Erfahre nun, wie du sie einrichtest. Wenn du die Uhr zum ersten Mal einschaltest und im Benutzerprofil dein Alter eingibst, stellt der Forerunner 225 die Herzfrequenzzonen speziell für dich ein. Wenn du die Bereiche ändern möchtest, ist das durchaus möglich. Wähle dazu im Hauptmenü die Option Einstellungen. Und dann Benutzerprofil. Wähle Herzfrequenzbereiche. Hier wird die Uhr so konfiguriert, dass Herzfrequenzbereiche auf deiner maximalen Herzfrequenz beruhen. Wenn du möchtest, gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten, deine Bereiche einzurichten. Außerdem kannst du jeden Bereich an deine Wünsche anpassen. Trainingspläne mit Herzfrequenzbereichen, die du anpassen und an den Forerunner 225 senden kannst, findest du auf Garmin Connect. Melde dich bei Garmin Connect an, unserer kostenlosen Online-Community, bei der du Trainings speichern, planen und weitergeben kannst.